So, willkommen zu einem weiteren Wimmelbildspiel, das ich beim Aufräumen meiner Wunschliste gefunden habe und das auch ein Free-to-Play-Spiel ist in dem Fall. Und zwar The Panic Room. Ich hatte jetzt gerade schon, ohne die Aufnahme zu starten, schon das erste Level in der Küche gespielt und bin jetzt insgesamt schon um 2 Stufen aufgestiegen. So, also mal sehen, was mich hier jetzt tatsächlich in meinem Zimmer erwartet, weil bisher der Puppenspieler hat mir schon die erste Einleitung gegeben, dass er dafür gesorgt hat, dass ich hier irgendwie in diesem Haus festhänge und mir sozusagen die Aufgaben stellt, irgendwelche Sachen zu tun. Jenny ist letztlich diejenige, die ich jetzt gerade schon in der Küche kennengelernt habe und die mir was kochen möchte, aber dafür brauche ich halt noch ein paar Utensilien, die ich dann im Wohnzimmer finden soll, weil sie aus irgendeinem Grund nicht mehr in der Küche sich befinden. Vorhin waren noch ein paar Marionetten hier rumgehangen, die ich erst einsammeln sollte, die der Puppenspieler letztlich ja, hier versteckt hat, mit denen ich dann verschiedene Bonus-Elemente bekommen habe. Einmal ein paar Münzen und irgendwelches Inventarzeug, von dem ich noch nicht genau weiß, wozu es ist, weil eben ich jetzt gerade erst das erste Level gemacht habe. Also gleich auf jetzt ins Wohnzimmer und ja, suchen wir mal die Reibschale und den Stößel, damit ich was zu essen bekomme. Es kostet mich hier jetzt schon 15 Lebenspunkte. Das heißt, sozusagen die Lebenspunkte sind in dem Fall die Beschränkung, wie viele Spiele ich jeweils machen kann. Und ich soll jetzt hier Brennholz suchen, eine Violine und einen Hut. Okay, ein Hut ist da. Okay, eine Feder kann ich auch noch einsammeln. Brennholz liegt hier vorne. Also mit jedem davon scheint auch irgendwelche zusätzlichen Sachen noch zusammenzuhängen, also dass ich irgendwelche Bonus-Items finden kann. Okay, eine Violine liegt hier vorne, auch wieder eine Münze. Und ein Radio dürfte wohl das dort sein. Gut, also ich bin doch zumindest besser als Jenny. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt alles gefunden habe. Habe ich das alles gefunden? Also 2 Puzzlestücke, ein Schnürriemen und natürlich das ganze Zubehör. Ein Questobjekt. Dieser spezielle Safe von Puppenspieler kann 24 Stunden nach dem Auffinden geöffnet werden. Drin finden sich ein Werkzeug, Essen und 3 Verbindungsobjekte. Der Puppenspieler. Die neuen Rekordlisten sind hier nicht einfach so. Alle 2 Wochen werde ich die besten 100 in jeder Nomination bestimmen. Okay. In der ersten von ihnen wird ihr Eifer auf dem Weg zur Freiheit bewertet. In der zweiten wird es bewertet, wie gut sie sich in einem von Einzelräumen orientieren. Ah, je besser man also in dem Raum ist, desto besser bekommt man halt weitere Dinge dazu. Okay, da merkt man schon, die Übersetzung ist etwas sehr holprig. Man kann lange Kombinationszüge machen, indem man voraus nötige Objekte merkt und mit einem minimalen Zeitabstand antrifft. Man kann durch Geschwindigkeit gewinnen oder eigene Fähigkeiten nutzen. Gut. Sie haben einen geschlossenen Safe gefunden. Wird sich entfehlen, vergessen Sie nicht, Ihr Spiel einzuloggen, um seinen Inhalt abzuholen. Okay, also erstmal hier. Das sollte ja dann. Achso, das unbekannte Objekt, das war dieser Safe. Dann kann ich die Mission abschließen. Gut, jetzt. Sie haben Jenny geholfen. Sie haben den Salat von Jenny, 10 Freiheitspunkte und 20 Marken gekriegt. Tagebuch des Spielers 2 von 200. Wahrscheinlich stört es mich nicht, das Geschehen aufzuschreiben. Zum Beginn bemerke ich, dass ich im Haus von einem Verrückter, der sich Puppenspieler heißt, eingeschlossen bin. Wenn ich sterbe, geben Sie dieses Tagebuch zu Scotland Yard über, damit er es als Beweismittel dient. Aber auf den Tod hatte ich keine Lust und alles ist nicht so schrecklich. Wenigstens bin ich nicht allein. Ich bin mit Jenny Wallis bekannt geworden, ein nettes Mädchen, obwohl ein bisschen seltsam. Sie ist aber schon seit langem hier, also soll alles in Ordnung sein. Sie hat mir die Hände verbunden. Es ist sicher unmöglich, sich an die Türgriffe nicht zu schneiden und mit Salat abgespeist. Okay. Achso, deswegen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich die Tür aufmache, verliere ich sozusagen schon mein Leben, kritische Lebensstufe 12. Gut, ein Zettel für Jenny. Du hilfst jetzt Jenny, wahrscheinlich vertraut sie dir. Ich habe in deinem Raum einen Zettel für sie gelassen. Schleiche in die Küche und lasse auf dem Tisch diesen Zettel liegen. Kann ich erstmal in meinen Raum, ihr Raum. Kommen sie jeden Tag vorbei, um Marionetten zu sammeln und was? Und Geschenke zu sammeln. Ja, genau. Gewöhnliches Dekor. Das sind die verschiedenen Schlüssel. Ah, dann kann ich ja hier schon mal sozusagen die Randstücke reinsetzen. Aber ich müsste ja eigentlich noch mehr haben. Ich habe da schon mehr bekommen.
Ah, die Puzzles bestehen aus Teilen, die man im Hausräumen finden oder als Belohnung für Aufgaben bekommen kann. Auch kann man fehlende Teile sofort kaufen. Natürlich, wie immer. 14 Goldmünzen nehme ich mal an. Ach, davon habe ich erst 2 von 24 Teilen. Und vom Wohnraum habe ich auch noch 2 Teile bekommen. Das war auch eine Ecke und ein irgendwas. Also die Puzzle sollen dann dabei helfen, in diesen Wohnräumen bestimmte Schlüssel zu finden, damit ich dann irgendwo weiterkomme. Ferien-Event-Puzzles. Sterne-Puzzles und Tierkreis-Puzzles. Das sind wahrscheinlich noch irgendwelche Extras entsprechend. Also jedenfalls sind eben die Puzzles dazu da, um an Schlüssel zu kommen, um dann letztlich wieder weitere Bereiche freizuschalten. Sammlungen, die Ballerina. Okay, also das sind so die ganzen Krimskrams-Sammlungen, wo man irgendwelche Sachen dann vervollständigen kann. Soweit mein Inventar. So, ein Lebenspunkt, 120 Lebenspunkte, wenn das Leben nicht im kritischen Zustand ist. Das heißt, je nachdem, manche Sachen kann ich nicht verwenden, wenn ich in im kritischen Lebensbereich bin. Gut, sonst habe ich hier noch nicht allzu viel. Gut, das sind Info-Objekte. Das Ammann wird vor der ersten Falle im Raum retten. Oh, Fallen im Raum. Das klingt aber nicht gut. Die Laterne wird über 40 Sekunden den Lichtkreis im dunklen Raum erweitern. Also Schattenmodus gibt es auch wieder. Die Uhr wird über 30 Sekunden die Zeitschaltuhr im Raum um das Doppelte verzögern. Also dann läuft sie zumindest 30 Sekunden nur halb so schnell. So, Puzzleteile, irgendwelche Equipments für die Verbindung einiger Sammlungen. Okay, das sind Sammelkrimskrams und das auch. So, Sternchen. Dieser spezielle Safe kann erst nach 4 Stunden 24 Stunden geöffnet werden und wahrscheinlich kann er dann auch nicht lange eingesammelt werden. Das heißt, es ist dann wieder so ein Gimmick, mit dem versucht wird, dass man natürlich möglichst jeden Tag hier reinkommt. Also gut, dann gehe ich jetzt erstmal in die Küche wieder. Müsste ja jetzt wieder 10 Lebenspunkte kosten, genau. Gut, das sind alles dann die Sachen, die ich dort finden kann. Und okay, jetzt soll ich die Vase, die Kordel, da hätte ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen früher, nee, das ist der Besen. Dann den Hut wieder. Und die Frage ist, was das ist, ob das der Kuchen ist. Ja. Nachdem sie die Bewährungsprobe in der Küche bestanden hatten, ließen sie auf dem Tisch einen Zettel für Jenny. So wie der Puppenspieler es wollte. Was auch immer auf dem Zettel stand. Aber auf jeden Fall habe ich ein weiteres Puzzleteil, Küchenpuzzleteil Nummer 11. Und wieder was für die Sammlung. Gut. Soweit so klassisch. Und auf jeden Fall ist Jenny meine erste Freundin, in Anführungszeichen. Erreichen Sie Stufe 6, um mit dem Dekor interagieren zu können. Aha. Heute können Sie keine Geschenke mehr bekommen, wenn Sie bei Ihren Freunden vorbeikommen. Warum nicht? Steigern Sie Ihre Stufe des dunklen Karmas, um das Gebäck von einer größeren Zahl von Freunden zu kriegen. Okay, also dunkles Karma brauche ich, um Geschenke zu bekommen. Sehr schön. Naja, dann kann ich hier ja eh nicht allzu viel machen. Aber Dekor kann man anscheinend nach und nach sammeln. Steigert die Zahl der im Raumdurchlauf bekommenen Objekte um das Nannfache. Wie komme ich jetzt wieder nach Hause? Ah, hier unten. Der nächste Freund. Ich habe keinen nächsten Freund. Ja, bin ich wieder beim gleichen. Okay, also zurückkehren. Also den Zettel für Jenny habe ich erfüllt. Bekomme ich ein neues Küchenteil, 15 Freiheitspunkte und 20 Marken. So, 214 Freiheitspunkte brauche ich, um das Ganze abzuschließen. Sie haben die Bitte des Puppenspielers erfüllt und ein Puzzleteil, einen Apfel, 15 Freiheitspunkte und 20 Marken erhalten. Wo stand denn was von Apfel? Du hast alles richtig gemacht. Wozu brauche ich das? Alles lässt sich zu einer einfachen Regel bringen. Um Freiheit zu schätzen zu lernen, muss man die Unfreiheit am eigenen Leib erfahren. Schau, Puppenspieler hat mir einen Zettel hinterlassen. Bunte Schwester, langweilen ohne Wasser. Super. Der alte Mann, lang und dünn, trägt das Wasser mit der Bart. Wie ein Kinderrätsel. Was glaubst du, was er hier verschlüsselt ist? Jetzt ist nur die Frage, wie viel davon jetzt fehlerhaft übersetzt ist und wie viel tatsächlich kryptisch sein soll.
Es stand auf dem Kaminregal schon lange her. Ich habe dir noch nicht gesagt, verzeihe. Ich habe teilweise Amnesie. Ich kann mich nicht an meine Kindheit bis zu 13 Jahren erinnern, wegen Autounfall. Okay. So, also ich soll unbekannte Objekte, irgendwelche Statuen finden. Und zwar wahrscheinlich wieder im Wohnraum. Gut, noch habe ich ja genug Energie, kann ich erstmal noch weitermachen. Okay, da ist der Beobachtungskrimskrams. Okay, was soll ich jetzt eigentlich wieder finden? Den Hut, den Regenschirm. Jetzt sollte ich mal ein bisschen vorausschauen. Also die Violine soll ich wieder nehmen, die ist hier drüben. Und ja, von dem Ding ist wieder die Frage, was das... Wahrscheinlich ist es das Radio wieder. Ah, da oben hängt er. Ja, direkt vor der Nase. 1, 2, 3. So, keine Ahnung, ob da... Die Kombo ist weiterhin bei 4000 und zumindest habe ich Jenny immer noch überboten. Und das ist wieder für Wohnraumpuzzle. Und die beiden Statuen habe ich bereits bekommen. Ah, der Dichter und der Dichter und der Künstler. Jenny zeigte mir den Zettel selbst. Darin gibt es ein Kinderrätsel über Pinsel und Farben und wurde noch eine Statuette erwähnt. Ich fand den Künstler und es fiel Jenny ein, wie sie diese Statue angeklebt hatte. Dabei gerade diese, die Spuren von Klebstoff sind geblieben. Es kommt heraus, dass entweder der Puppenspieler hier eine Figur aus ihrem Haus gebracht hat oder Jenny hier in der Kindheit war. Also mit der Übersetzung anstrengend. So, was jetzt? Weiteres Rätsel. Ah ja, das ist dann schon abgeschlossen. Mal gucken. Also Küchenpuzzleteil Pinsel ist Teil von... Wie komme ich davon eigentlich an mit 2? Also, Gratulation, Sie haben eine neue Freiheitsstufe erreicht. Sehr schön. Wieder alles aufgefüllt und 10 dazu bekommen. Und jetzt habe ich 14. Ja, also 20% ist sozusagen das kritische Limit. Du machst schnell Fortschritt und ich öffne für dich einen neuen Raum, den Keller. Okay. So, genau, 2 neue Puzzleteile. Und der neue Raum. Und hier eben die ganzen Zubehörsachen. Also dann mal den abschließen. So, was soll ich hier? Der kleine Medizinkasten. Der kleine Medizinkasten wird 20% maximal Lebenspunkte wiederherstellen. 20%? Das klingt aber nicht sehr optimal. Wird 20% maximal und noch 100 Lebenspunkte wiederherstellen. Und der große Medizinkasten, 200 dazu. So, reicht das jetzt schon? Ich habe mich doch jetzt schon... Nee, einen Medizinkasten kaufen. Ich bekomme ja dafür auch wieder 10 Goldmünzen zurück, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Okay, 10 Goldmarken bekomme ich. Das heißt, dann kann ich auch 10 Goldmarken ausgeben. 21. So, dann ist zumindest die Mission mal erledigt. Ach, die Federn sind die Freiheitspunkte, die da oben zusammensammeln. Haha, wenn ich Federn bekomme, werde ich flügge und kann sozusagen in die Freiheit entfliegen. Gut. Also, vollenden. Waren das gerade 4000 Marken? Dafür kann man verschiedene Objekte im Verkaufsautomaten erwerben. Bekommen Sie die Marken, indem sie die Räume durchlaufen und Aufgaben ausführen. Die Gänsefedern nutzen. Nutzen Sie die Gänsefedern. Die Gänse kann man im Geschäft kaufen. Ja, sehr witzig. 4000. Ach, deswegen habe ich die 4000 Goldmünzen bekommen, damit ich die Gänsefeder kaufen kann. Ich würde mir das ganz gerne erstmal im Shop angucken. Was da jetzt zu dieser Gänsefeder dazu steht. Wo ist denn das? Also das hier sind die Rekorde. Das hier ist Diebstahl. Klicken Sie hier, um das Diebstahlsfenster zu öffnen. Was soll denn das bedeuten? Diebstahl, Events. Im Haus von Puppenspieler sollte man immer auf der Hut sein. Es geht nicht nur um gefährliche Fallen, sondern auch um Panzerschränke, die man in den Räumen des Hauses finden kann.
Finden Sie so einen Panzerschrank und der installiert sich automatisch in den Raum und erhöht dabei die Anzahl der auftretenden Kupfermarken. Sobald der Panzerschrank in Ihrem Raum steht, also in meinem Raum, können Sie in allen Räumen die nach Schlüsselsätze finden, die für das Öffnen des Panzerschranks notwendig sind. Und ich benötige 8 Nachschlüsselsätze für einen Panzerschrank, jedoch innerhalb des letzten 3 Stunden des Wirkens des Safes können Sie ihn öffnen. Okay, also wenn der nur noch 3 Stunden existiert, bevor er dann letztlich abläuft, dann reichen auch 2 Nachschlüssel. Nachdem Sie den Panzerschrank aufmachen, erhalten Sie seinen Inhalt. Jeder geknackte Panzerschrank gibt 1% Bonus auf Freiheitspunkte und Kupfermarken für den Raumdurchlauf für 40 Stunden. Okay. Die Bonus addieren sich bis zu 30 Mal, also bis zu 30% Bonus. Dabei nach dem Erhalt von einem neuen Bonus beginnt der Countdown von Anfang an. Okay, dann werden die 40 Stunden wieder zurückgesetzt. Das heißt, man muss regelmäßig dann diese Dinger aufmachen. Ach so, okay, die sind von mir gefunden und das ist die Community, die das Zeug gefunden hat. Knacken Sie 30 Panzerschränke, um Themis zu erhalten. 15 Beweisstücke und 15 Langfingersäcke. Panzerschränke kann man aber Freunden klauen. Um sie zu knacken, braucht man nur 3 Nachschlüssel. Und sie bekommen außer genannten Preisen noch einen Langfingersack. Ah ja. Super. Klingt ja schon sehr berauschend. Sollte man sich gut überlegen, ob man Freunde überhaupt dazu holt, wenn die einem die Sachen wegklauen. Okay, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wo dieser komische Automat steht. Ach, das ist wahrscheinlich das Ding da. Okay, da ist das Geschäft. Und hier ging es darum, dass es diese Feder gibt, die ja dann wahrscheinlich auch irgendwo. Ah ja, die Fasanenfeder. Nee, die Gänsefeder, um die ging es. Die Gänsefeder wird die Zahl der Freiheitspunkte bei Raumdurchlauf um 20%. Okay. Und funktioniert 1 Stunde lang. Dann mal her mit dem Ding. Jawohl. Vollenden. Und Sie haben die Aufgabe des Puppenspielers erledigt. Und läuft die jetzt schon? Oder habe ich die jetzt nur im Inventar? Okay, sie ist noch nicht eingesetzt. Ups, jetzt ist er eingesetzt. Ah ja, der geschlossene Safe. Sie können den Safe öffnen, wenn dieses Zeitwerk abgelaufen ist und die zusätzlichen Freiheitspunkte. Also dann zum Wohnraum und die nächsten Statuen gefunden. Und wieder 15 abgezogen. Als Sie den Wohnraum betraten, sehen Sie 2 junge Männer, die sich lebhaft stritten. Ich brauche keine Hilfe, Bruder, ich werde damit selbst fertig. Wie du meinst, aber wenn diese Wunde einfach mit dem Lappen umwickelst, ziehst du dir die Blutvergiftung zu. Okay. Ich sollte vielleicht hier gleich mal die Chance nutzen und bevor die Zeit läuft, schon mal die Sachen finden. Also hier ist es der Bücherstapel. Die Flasche Wein, hoffe ich mal, dass das da ist und das nicht irgendein anderes Gebräu ist. Die Violine und den Hut. Okay, Violine ist dort. Und der Hut liegt hier vorne. Also 1, 2, 3, 4. Oder 1, 2, 3, 4. So. Also, was ist mit euch? Ich komme ohne deine Ratschläge zurecht, Jim. Ich will zu mir gehen. Ich habe dich unnütz aufgesucht. Nach diesen Worten ist der Verwundete vom Sofa aufgestanden und hat den Raum verlassen. Der Mann im weißen Hemd neigte sich wieder über dem Buch. Es ist wahrscheinlich Dr. Jim. Aber wollen wir mit ihm besser nach der Bewährungsprobe sprechen? Okay, dann danach. Gut, Wein, Bücher, zack. Toll, waren die falschen. Bücherstapel. Wieso ist das kein Bücherstapel? Ah, hier vorne ist noch ein Bücherstapel. Schade. Das heißt, da habe ich dann jetzt nicht den Maximal-Dings rausgeholt. Ich vermute, dass du gekommen bist, um mit mir zu sprechen. Ich heiße Jim, ich bin Arzt, du kannst dich an mich wenden, wenn etwas nicht stimmt. Und du bist wohl Spielephilosoph. Jenny hat mir von dir erzählt. Sagt sie, du brauchst die Musikerstatue. Tatsächlich, ich habe eine solche. Gut. Sie wollen schon gehen, wenn Jim sie ruft. Vor kurzem habe ich die Verliebten aus der gleichen Sammlung gefunden. Nimm sie auch. Super. Naja, immerhin trotzdem noch ausgereicht zu einem neuen Rekord. Und hier ist so langsam der Stern, der sich füllt.
Gut, die Aufgabe ist jetzt erfüllt. Ballerina, Dichter und den Künstler gefunden, aber es gab andere Statuen. Ich danke dir sehr, Spiel. Ich habe mich an so viele Dinge erinnert. Hier, nimm die Uhr. Du kannst sie gut gebrauchen. Wozu ist die Uhr? Ist wahrscheinlich auch irgendein Bestandteil von irgendeinem Set. Genau, jetzt soll ich die Sammlung zusammensetzen. Gut, die Teile habe ich dazu schon bekommen. Was fehlt dann jetzt noch? Ach, da oben. Das Button ist oben drüber, nicht unten drunter. Ein Laser und 300 Marken. Juhu. Gratulation, Sie haben diese Statuensammlung fertiggestellt. Okay, soweit, so klassisch. Ja, Statue zusammengesetzt, neues Küchenteil. Drei neue Küchenteile. Jetzt sollte ich ja langsam mal schon mal ein bisschen was zusammenpuzzeln können. Habe noch einige Puzzleteile, nehmen Sie bitte, ich brauche sie nicht. Ich will hier nicht raus, bevor ich mich an alles erinnert habe. Okay. Dann lass mich doch mal das Puzzle angucken. Die Küche. Ah, die Teile lassen sich drehen. Na super. Die sind also noch nicht in der finalen Form. Aber wenn sie zusammenpassen, dann kommen sie auf jeden Fall gleich zusammen. Immerhin. Das ist schon mal sehr hilfreich zu wissen. So, dann kann das natürlich auch ganz anders zusammenpassen. Wenn die Teile sozusagen nicht in der Form da liegen, wie sie letztlich am Ende dann doch zusammenkommen. Das ist wahrscheinlich der Kühlschrank, weil wenn ich mir jetzt das Bild vorstelle, wie die Küche als solche aussieht, dann dürfte das hier wohl schon ganz gut zusammenpassen. Ich weiß gar nicht, ob die dann, wenn man sie an die richtige Stelle gelegt hat, auch einen seppen. Aber gut, dann brauche ich auf jeden Fall noch ein paar mehr Teile. Mal gucken, was habe ich denn... Okay, vom Wohnraum habe ich inzwischen zwei. Da kann ich das ja auch erstmal, weil die Tapete wahrscheinlich oben ist. Und das dürfte das Bild sein, was irgendwo dann an der Seite hängt. Und das sieht eher nach einem Boden aus. Naja, mal schauen. Also da ist noch ein bisschen was zu tun und so Puzzle-Einlagen finde ich auf jeden Fall ganz lustig. Okay, es gibt neue Einträge. Okay, das Gespräch mit dem Arzt und seinem Bruder und Jenny hat weitere Erinnerungen gefunden. Okay, und Jenny will halt nicht raus, bevor sie nicht alle Infos zurückgeholt haben. Also, was ist mit den Ratten? Ach so, genau, der Keller ist ja jetzt verfügbar. Gibt es jede Menge Ratten. Man braucht aber keine Furcht vor ihnen zu haben. Die Mehrheit von ihnen sind ganz harmlos und einige sogar drollig. Besonders die, die auf zwei Beinen gehen und versuchen, ihre Spiele zu spielen. Ich glaube, du machst dich mit den Ersteren sowie mit den Letzteren bekannt. Na dann, auf zum Keller. Da brauche ich jetzt schon 20. Ah, okay, das sind die verschiedenen Modi. Das heißt, Wörter ist schon aktiviert. Modus Schatten kann ich aktivieren, Modus Nacht und die müssen erst noch, Versteckmodus ist in diesem Raum noch nicht zugänglich, da muss ich das Puzzle eben vervollständigen, das heißt da bekomme ich dann den Schlüssel. Gespenstermodus ist in diesem Raum noch nicht zugänglich, um ihn zu entsperren müssen sie die Krypta-Puzzle zusammengesetzt haben. Es gibt noch mehr Modi. Okay, Modus Dunkelheit, verdammte Hoffnung Puzzle. Geheimtinte-Modus, Stufe 10 erreicht haben. Die Frage ist nur im Level oder vom Raum her. Gegen die Zeit-Modus, da muss ich Stufe 20 erreicht haben. Und Spiegelraum-Modus, okay. Also da gibt es auf jeden Fall noch einiges, Variations, die man da machen kann. Okay, also Teigrolle. Das Radio kenne ich doch schon. Der Kasten da drüben. Das Bügeleisen und die Teekanne. Okay, also ich bin jetzt im Teller angekommen und nachdem die Ratte, die ich erschreckt habe, schon verschwunden ist, ist ja anscheinend noch ein Mann unten, der mich hat kommen hören. Und auf jeden Fall habe ich jetzt die Objekte schon mal gefunden. Also die Teigrolle hier drüben. Hier, da unten dürfte das Bügeleisen dann sein. Das Radio und...
Was war's noch? Ah ja, die Teekanne da drüben. Also 1, 2, 3, 4, 4 Radio. Mal gucken, ob das alles soweit klappt, dass ich hier dann möglichst hohe Punktzahl erreiche. Jack Firewood. Hi, ich heiße Jack. Du sollst Spielephilosoph sein. Ich habe von dir gehört, der Keller ist mein Territorium, aber ich erlaube es jedem, hier die Bewährungsprobe zu bestehen, wenn man mich bei der Arbeit nicht stört. Übrigens, hier lässt sich viel Interessantes finden, wenn man nur tüchtig sucht. Ja, die Frage ist, macht es jetzt Sinn, irgendwie in diesem Bereich irgendwo anders rumzuklicken, als nur die Sachen, die ich suche? Ja, und vergiss nicht, auf dem Tisch ein paar Ampullen des Regenerats zu nehmen. Denn mit solchen Bewährungsproben es schön wäre, bei sich die Revitalisierung für das Blutmedikamente zu haben. Na super, was soll das heißen? Vor allem, was denn für ein Tisch? Mal gucken, ob ich den nachher automatisch bekomme oder ob ich doch tatsächlich irgendwo hier rumklicken muss, um das einzusammeln. Also, 1, 2, 3, 4. Ah, eine Wassermelone. Das ist noch ein fünftes Objekt. Hui. Ja, zumindest die 5000er-Kombo hat geklappt. Puzzleteil und die Magnetmarke. Wird die Zahl der Gold- und Kupfermarken beim Einkauf in der Bank verdoppeln. Also, was hast du mir dazu zu sagen? Keller ist abgeschlossen, vollenden und schon wieder eine Stufe aufgestiegen. Die Freiheit ist immer näher. In deinem Raum wartet ein kleiner Preis für deine Eifrigkeit. Bring mir nur keine Enttäuschung. Noch ein Küchenpuzzleteil. Ergänzung des Medizinkastens. Okay, du willst Watte haben. Im Wohnraum. Finden Sie zwei Stück Watte im Wohnraum. Jim holt sie nach Erfüllung der Aufgabe. Die Nadel. Hast du zufällig eine Nadel gesehen? Nein, ich will aber Jenny darum nicht bitten. Sie ist ohne dies immer... denk nicht daran. Okay, also eine Nadel habe ich schon und eine zweite finde ich in der Küche und Jack finden. Hast du Jack gesehen? Er ist in der Küche 100 Jahre lang nicht gewesen und hat wahrscheinlich nichts gegessen. Spiel es so, wenn du ihn fittest, richte ihm aus, dass er in die Küche kommen soll. Es hat den Anschein, dass Jack den Wohnraum in den Schatten durchlaufen wollte. Also, Wohnraum im Schattenmodus. Drücken Sie auf das Porträt und ich werde Ihnen im Raum helfen. Als Sie den Raum betreten sehen, sieht Jack, er will offensichtlich die Tür zumachen und die Bewährungsprobe bestehen. Wahrscheinlich soll ich ihm helfen und später sprechen. Achso, der Schattenmodus ist einfach nur, dass die Items, es ist eben noch nicht ein Dunkelmodus. Also hier ist Holz, der Schirm ist noch da oben, dann der Bücherstapel jetzt rechts vorne. Jetzt weiß ich ja, was der Bücherstapel ist und die Geige oder Violine. Jetzt ist nur die Frage, wie viele Items ich tatsächlich finden muss, weil wahrscheinlich sind es noch mehr. Eins, zwei, nee, es sind nur die vier. Danke für die Hilfe, es war einfacher mit dir zusammen, die Bewährungsprobe zu bestehen. Was sagst du? Ich soll in die Küche gehen, alles klar. Jenny will ihn wieder füttern. Sag ihr, dass ich beschäftigt bin und später esse. Ich habe hier Äpfel für einen Imbiss, wird es reichen. Willst du einen? Ja klar, her damit. Was hat mich das jetzt gekostet, dass die in dem Raum mit dabei war? Okay, die Statuen waren überhaupt nicht. Der Pumpspieler macht Spaß, er öffnet den Keller für mich und sagte, dass ich die Ratten dort sehe. Ratten verlassen das schon, solange sie da sind, ist alles in Ordnung. So, das ist erfüllt. Vollenden. Und wieder ein Wohnraum-Puzzleteil. Mittagessen für Jack. Jack ist noch nicht gekommen. Er kann nicht so weitergehen, auch ohne den Hungerstreik. Geben Sie Jack das Mittagessen. Das heißt, wenn ich es im Wohnraum mache, dann bekomme ich wahrscheinlich den... Genau, dann bekomme ich die nächste Watte. Während hier ich das Ganze noch in der Küche machen muss. Dann mache ich erstmal den Wohnraum fertig, in der Hoffnung, dass ich dann auch die Watte bekomme. Ah, okay, super. Also der Bücherstapel ist jetzt woanders. Die Violine soll ich wiederholen, den Hut, das Radio und den Bücherstapel. Okay. Und bekomme ich, was ich suche? Jawohl, Watte habe ich bekommen. Dann ist immerhin, dass die Aufgabe jetzt erfüllt ist. Okay, hier ist was Neues. Ether. Finden Sie das Ether-Objekt, das sich im Keller finden. Dann jetzt in die Küche.
Geben Sie Jack das Mittagessen. Und. Nee, nicht kaufen, öffnen. Also ab in die Küche. Dann kann ich da auf jeden Fall noch dieses Quest-Item finden. So, Kuchen, die leere Vase, den Hut und den Teddybär. So, dann ist die nächste Mission abgeschlossen. Vollenden. Wohnraum, ohne in die Fallen zu geraten. Laufen Sie den Wohnraum durch, ohne in die Falle ein einziges Mal zu geraten. Ruhe führt dich schneller zur Freiheit als Hass und Furcht. Laufe den Wohnraum durch, ohne in die Falle ein einziges Mal zu geraten und du wirst belohnt. Super. Die Frage ist nur, was sollen denn diese Fallen bedeuten? So, das ist das, was ich im Keller sein und Steck in einem der Räume finden. Hm. Naja, mal gucken, ob ich ihn hier im Wohnzimmer dann nochmal finden kann. Puppenspieler, sei bereit. Ein kleiner Schritt und du verlierst Blut und Zeit. Dir werden nur ein paar Tropfen Blut und Sekunden fehlen. Nicht viel, aber wer weiß, vielleicht genau sie werden dir fehlen, um die Bewährungsprobe zu bestehen. Okay, das heißt, wenn ich daneben klicke, bekomme ich direkte Verluste. Also hier ist wieder die Flasche Wein, das Radio da hinten, der Schirm da oben und der Bücherstapel. Okay, was wären jetzt die Falle gewesen? Gut, ein Puzzleteil. Super. Vollenden. Und ein weiteres Küchenpuzzleteil. Eine freche Ratte. Laufen Sie die Küche im Nachtmodus durch. Gut, das heißt, den muss ich aktivieren. Preis der Aktivierung des Modus. Soll der Nachtmodus aktivieren? Nee, will ich nicht. Also ich will zumindest nicht extra Geld dafür ausgeben. Oh, ich habe ein Geschenk bekommen vom Puppenspieler. Laser. 10 weitere Laserobjekte. Okay. Und da ist meine Sammlung. Der Statuensatz erste Stufe. Klicken Sie hier, um das Fenster zur Sammlung zu wechseln. Das heißt, die kann man dann wahrscheinlich auch immer weiter ausbauen. Einem Freund schenken. Ja, das ist dann wieder so dieses typische Facebook-Element. Keine Ahnung, wie das Ganze dann nachher auf Steam ohne weiteres funktioniert, wenn man dann nicht so beliebige Freundeszahlen hat. Aber jetzt ist dann die Frage, wo ich jetzt tatsächlich sinnvoll weitermachen kann. Also das Ether im Keller. Und Jack habe ich ja nicht finden. Okay, dann gehe ich mal am besten in den Keller. Und mal gucken, vielleicht ist da ja Jack. Also, los geht's. Sie können den Raum betreten, aber Ihr Leben wird zum kritischen Zustand gehen. Oh. Wie viel hätte ich jetzt für den Keller machen müssen? 20. Ui. Dann sollte ich wahrscheinlich lieber vorher noch was aus dem Inventar nutzen. Die Heilpille stellt einen Zustand wieder her. Wird 30 Lebenspunkte wiederherstellen. 120, das ist natürlich viel zu viel. Naja, dann machen wir den. Nehme ich den Apfel und schaue mir den Keller an. Da ist Jack. Dann ist die eine Aufgabe erfüllt. Ach du bist es, hast du mir in den Keller das Mittagessen gebracht. Ich muss die Bewährungsprobe stehen, dann sprechen wir. Okay, bevor ich loslege, Radio, dieses komische Dampfding, der Besen und das Bügeleisen. Und mal gucken, was dann das nächste wird. Ah, der Besen war das nächste. Alles klar, Jenny lässt mich nicht in Ruhe. Zwar habe ich seit gestern nichts mehr gegessen. Gut, richte ihr meinen Dank aus. Und dann guten Appetit. Wieso eigentlich immer noch die Brille? Kellerpuzzleteil. Okay. So, dann habe ich das jetzt erfüllt. Jack hat sein Mittagessen bekommen. Und Gesundheit ist wiederhergestellt. Notizzettel. Du bist dich schon genug eingewöhnt und kannst noch... Oh, jetzt habe ich es nicht gelesen. Für das alles kriegst du die Punkte, die von einem abergläubischen Einwohner als helles und weißes Karma genannt werden. Wenn du die Stufe des hellen Karmas erhöhst, kannst du mehr kostenlose Geschenke
seinen Freunden schenken und sie werden sicher Gleiches mit Gleichem erwidern. Wenn du die Stufe des Dunkelkammers erhöhst, werden mehrere Nachbarn das Gebäck für dich in ihren Räumen lassen. Okay, also das Weiße für Geschenke und das andere Gebäck. Vergiss nicht, dass deine Nachbarn den gleichen Auswahl treffen. Wenn die Freunde von dir nur die Zerstörung sehen und zahlen dir mit gleicher Münze, du sammelst schnell dunkles Karma. Wenn ihr bevorzugt einander nur Gutes antut, entwickelst du helles Karma. Okay. Karma, Karma. Selbstverständlich muss man dafür im Raum wenigstens irgendwelchen Dekor haben. Es wird einfacher, wenn das nicht nur übliche Vase in der Ecke wird. Okay. Gut, das heißt, es geht jetzt langsam Richtung Dekor und Raumgestaltung. Neuer Bereich. Ihnen ist der neue Bereich gewöhnliche Ratten und Krähen im Hof zugänglich. In der Interaktion mit ihnen können Sie einzigartige Objekte bekommen. Das klingt nach einem anderen Minispiel. Gut, Jennys Bitte ist erfüllt. Und Faden für Jack. Okay, nachdem er die Nadeln hat, braucht er jetzt noch 3 Fäden und die kriege ich im Wohnraum. Die freche Ratte ist Küche in der Nacht und das ist nochmal im Keller. Oh, ich habe das Ether nicht gefunden. Schade. So, das ist der neue Schauplatz. Und die Geduldigen werden belohnt. Die Tür öffnet, wenn du bereit bist. Was? Ich denke, der ist freigeschaltet. Der Vorraum. Der Raum ist mit einem Schloss gesperrt. Erreiche die Stufe 7, um es zu öffnen, oder entsperren ab Stufe 5. Die Magnetmarke. Vergrößert die Anzahl der Kupfer- und Goldmarken beim Einkauf in der Bank um das 2,5-fache. Ja, der 24-Stunden-Bonus. Also, das war jetzt die Footprints. Auf Jennys Bitte macht die Jack das Mittagessen. Bleibt alles irgendwie kryptisch. Kann ich noch nicht wirklich was mit anfangen. Und die Frage ist, ob die Geschichte überhaupt irgendeine Relevanz hat. So, hier ist immer noch die Vase, die natürlich nur 0815 ist. Gewöhnliches Dekor. Ach, warte mal, ich sollte doch Stufe 16 sein. Stufe 6 sein, bevor ich hier irgendwas anklicken kann. Geschenk für den Freund. Klicken Sie hier, um Ihrem Freund ein Geschenk zu wählen. Super, ich gebe doch jetzt nicht die Goldmünzen dazu aus. Habe ich davon irgendwelche doppelt? Das heißt, man kann alles Mögliche schenken, aber man muss es zumindest haben. Jenny Wells. Fraktion nicht gewählt, Ruf 0, Räume geöffnet 0, Aufgaben erfüllt 0. Naja, das ist halt einfach ein NPC-Spieler, der eben nicht wirklich spielt. Aber zurück zur Küche. So, also langsam sind ja hier jetzt schon einige weitere Puzzlesteine eingetroffen, mit denen sich hoffentlich irgendetwas Sinnvolles anfangen lässt. Juhu, der nächste Block hat zusammengepasst. Okay, das scheint eine Lampe zu sein. Und das passt auch schon ganz gut zusammen. So, das sollte auch das Regal im Hintergrund letztlich abbilden. Die dürften dann nämlich hier so irgendwie so etwa zusammenpassen. So, das ist natürlich der Tisch im Vordergrund. Und noch die Kanne dazu. So, jetzt müsste hier ja auf jeden Fall schon mal ein Eckstück kommen, was dort reinpasst. Und ansonsten müssen die Dinger dann irgendwo eigentlich oben. Wobei, das kann natürlich trotzdem noch hier unten in der Ecke sein. Bei 4 Reihen schafft es gar nicht. Ja, jetzt hat es. Hui! Da passen die Sachen schon gut zusammen und auch schwupps.
liegen eigentlich jetzt schon an der richtigen Stelle. Das heißt, da gibt es aber auch nicht mehr viele Möglichkeiten dann. So. Aber erst wenn das Puzzle vollständig ist, bekomme ich dann wahrscheinlich meine passende Auflösung. Weil da das Ding hier nicht reinpasst, muss es sich ja, müssten die Dinger so weit zusammenpassen. Okay. Für den Wohnraum habe ich jetzt 8 Puzzle zusammen inzwischen, oder 8 Teile. So, aber die beiden passen schon mal zusammen. Ja, dann sollte man sich einfach mal die Wohnräume genauer angucken, um zu wissen, was da wo mit was verbunden ist. Okay, aber jetzt müsste ich vom Keller, habe ich ja auch noch schon mal ein paar Teile bekommen. Mal gucken, ob da sich schon irgendwas Passendes ergibt. Das Fass. Okay. So, mal gucken. Die sind jetzt alle soweit aktiv. Ich sollte jetzt im Wohnraum weitermachen. Küche. Und Keller. Naja, dann sammeln wir mal die Fäden ein und machen weiter im Wohnraum. Ja. So, Schirm, Bücherstapel, Wein und Hut. Hey, nee. Aber zumindest einen Faden. Dann nochmal den nächsten Faden. So, Bücherstapel, Hut, Brennholz und Schirm. Der Schirm ist zumindest immer an der gleichen Stelle bisher. Und das Holz hat sich diesmal unterm Tisch versteckt. Na komm. Ja, dann ist die Mission abgeschlossen. Meisterschaftsstufe. Gibt es in diesem Haus etwas, das dich stoppen kann? Du warst so hartnäckig beim Durchlauf des Raums, der Wohnraum, dass du jetzt zum Spezi geworden bist. Nun werden sie mehr Freiheitspunkte und Marken für den erfolgreichen Durchlauf bekommen und dazu die Chancen des Auftretens von seltenen Objekten und Puzzleteilen erhöhen. Na prima. Also bitteschön, deinen Faden. Und für Küchenpuzzle. Ein neues Küchenpuzzleteil. Laufen Sie in die Küche durch und finden Sie 2 Stecknadeln. Naja, die Küche soll ich ja eh noch ein paar Mal meistern. Beziehungsweise ich soll sie im, wie war das, im Schattenmodus. Aber wenn ich ihn nicht manuell aktiviere, muss ich sozusagen auf den Zufall hoffen, dass der auftaucht. So, Torte, Vase, Teddy und Hut. Und eine Stecknadel und Küchenpuzzleteil und noch ein Küchen. Sehr oft vorkommendes Puzzleteil. Oft vorkommendes Puzzleteil. Heißt das, dass ich die Puzzleteile später doppelt habe? So, jetzt ist der Nachtmodus. Also die Teigrolle, der Kuchen, der Teddybär. Und den Schinken. Okay, was davon ist der Schinken? Der da hinten ist der Schinken. Sie haben die ganze Küche durchwühlt und die Ratte aufgefunden. Als sie aber die Ratte fangen wollten, verschwand sie schnell in einem Spalt unter dem Becken. Wie schade. Und Jenny, zufrieden? Oh, jetzt habe ich gleich 2 Sachen. Genau, die Stecknadeln habe ich erfüllt. Bitteschön. Und die Ratte habe ich zwar nicht gefangen, aber ich hoffe, es passt soweit. Neue Rattenjagd. Okay, ich soll in den Keller und dort die Ratte fangen. Das passt ja dann ganz gut, dass ich dort dann
Beziehungsweise ich soll was basteln, damit die Ratte gefangen werden kann. Und hier muss ich ja eh noch im Keller dieses andere Ding finden. Also ich habe Nadelfäden und Knopf geholt und dass er es nicht leiden kann, dass man um ihn besorgt ist. Aber nun gut. Auf in den Keller. 42 Punkte. 22. Aber ich bekomme noch nicht in den kritischen Lebensbereich. Dann sollte das noch so gut passen. Soll eine Ratte gefunden werden? Sie fallen immerzu in Vasen und Einweggläser und können dann nicht herausklettern. Schau auf jedem Regal nach. Dort soll meine ägyptische Vase sein. Okay, die soll ich jetzt wahrscheinlich nicht direkt einsammeln, sondern jetzt geht es erstmal wieder hier. Teigrolle, ein Schöpflöffel, der hier, Bügeleisen wieder hier vorne und ein Ball diesmal. Okay, der ist da hinten. Mal gucken, was da noch dazu kommt. Also das, das, den Ball, okay, die Kelle und eine Papiertüte. Okay, das Ding hier drüben ist eine Papiertüte. Und ägyptische Vase, Nachschlüsselsatz. Besonders häufig, der Nachschlüsselsatz kann dafür genutzt werden, um den Panzerschrank zu öffnen. Okay, das heißt, ich muss sie nicht in der Szene anklicken, sondern ich bekomme die einfach durch Erledigen der Szene. Genau, das ist jetzt die Rattenfalle. Jack hat vorgeschlagen, gerade mit der Vase zu fangen. Naja, versuchen wir es. Siehst du, mit dieser Vase hat es nicht geklappt. Sie ist rau in. Die Ratte hat alles aufgefressen und ist hinausgeklettert. Wir sollten eine andere finden, eine glatte, vielleicht eine griechische. Ah, deswegen. Also es hat nicht geklappt. Schattenmodus. Ich habe aber nicht mehr genug Lebenspunkte, oder beziehungsweise ich rutsche dann in die Gefährdung ab. Hey, der ist ja schon fast vollständig. Wird sogar schon in der Form angezeigt. So, das kommt dann... Ne, da oben kommt es jedenfalls nicht rein. Dann muss es da unten rein. Und dann hier drüben die Ecke vervollständigen. So, hier gibt es ja nicht allzu viele Stellen, wo das dazwischen kann. Ja, jetzt ist das auf jeden Fall schon mal sozusagen insgesamt ausgerichtet. Und die Küche nimmt langsam aber sicher Gestalt an. Okay, da drüben. Ja, und die Uhr erinnert mich daran, dass jetzt eine Stunde rum ist. Und Zeit ist, das Ganze mal für die erste Folge abzuschließen. Auf jeden Fall reizvoll noch ein weiteres Wimmelbildspiel, auch wenn ich die anderen Wimmelbildspiele alle irgendwie nicht mehr fortgesetzt habe bisher. Aber auf jeden Fall jetzt erstmal genug für heute. Ihr könnt ja auch selber jederzeit in das Spiel einsteigen, da es entsprechend Free-to-Play ist und einfach mal selber ein bisschen ausprobieren, ob es für euch reizvoll ist, dort die Wimmelbild-Szenen zu spielen und diese, ja, so ein bisschen die Rahmenstory dort voranzubringen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.